Moin moin liebe Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Platin, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Top 4 steht hier auf der Tagesordnung und in dem Fall ist es hier, Gott, wie hieß gleich schon mal dieser Typ? Ich glaube Ignaz, genau, stimmt, so heißt er, dieser Penner, der hier mit seinem regulären Feuer-Pokémon hier irgendetwas mit Reißen vermag. Mal sehen, mit was der hier reinkommt. Und ich würde mal zumindest sagen, wir legen auch hier straight an dieser Stelle mit los. Wir hatten bisher schon zwei Top 4 Mitglieder schon mit abgestempelt. Im vorherigen Part war das Herr Baro und im letzten Part war das quasi Theresa. Ignaz ist somit Nummer 3 auf der Agenda und deswegen wollen wir mal sehen, mit was Ronald McDonald hier kommen vermag. So nenne ich den jetzt einfach mal, weil der grinst ja quasi wie Ronald McDonald und er hat ja quasi auch die passende rote Frisur mit am Start. Golking allerdings ist mir so ein Dorn im Auge, denn das kann, glaube ich, Kaskade. Gut, ich meine, wenn es physisch angreift, klar, ist natürlich Step und auch vierfach effektiv, weil Borschini Bodengestein nicht ganz so reizend. Wollen wir aber jetzt das ab jetzt zur Evolution rein wechseln? Ne, komm, wir gehen zu Gasolina. Wir gucken mal nach, mit was das Vieh jetzt hier kommt. Komm, ich will es wissen, mit was kommt das Vieh jetzt hier für eine Attacke? Wasserring. Da hätte ich auch Tarnsteine auslegen können. Aber das weiß halt eben so in erster Linie mal nicht. Gut, wisst ihr was? Wir gehen mal straight für einen Donnerblitz. Ich outspeed das Vieh? Gut, ich meine, Smogmog ist hier im Vergleich zu Golking gerade mal 8 Level höher. Aber das ist doch eines der langsamsten Viecher überhaupt. Und da kommt die Kaskade. Fun Fact im Übrigen, Kaskade gab es ja auch schon seit der ersten Spielegeneration. Das war da allerdings da noch keine VM, sondern das wurde ja erst in der zweiten Spielegeneration als VM mitgelehrt. Wenn ich mich jetzt nicht irren sollte, ich glaube in der ersten Spielegeneration, da gab es glaube ich noch keine Kaskade. Oder warte mal, gab es da nicht doch schon Kaskade als VM? Ich hatte diese Thematik schon mal grob angesprochen, als wir hier in der Siegestraße mit waren, über Siegestraße und dessen Einsatz von VMs. Also wenn ihr das noch nicht mitgesehen haben solltet, rechts oben, schaut euch das unbedingt mal mit an. Ist auf jeden Fall mit empfehlenswert. So, das Ding ist da natürlich, dass wir, mal kurz auf die VMs der ersten Spielegeneration. Du hattest Zerschneider, das war VM01. Dann hattest du Surfer, das war VM02. Gefolgt von Surfer war nicht VM02, das war glaube ich VM03. Fliegen war da VM02. VM04, was war das denn? War das da Zerschneider? Ja doch, ich glaube das war Zerschneider. Nee, warte mal, nee, Zerschneider habe ich auch gerade hier schon mit erwähnt, hier VM01. Nee, warte mal, was war denn da? VM04. War das da, glaube ich, Stärke und VM05, das weiß ich, das war der Blitz. Und wir hatten da so gesehen auch nur 5 VMs mit gehabt. Gut, um jetzt mal hier den roten Pfad mit reinzubringen, schon in der ersten Spielegeneration konnte zumindest, wenn wir das jetzt nur auf die VMs jetzt mal mit betrachten wollen, konnten Goldini und Golking somit schon Kaskade mit erlernen. Und das war an sich ja eine überraschende Sache schlechthin. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob da quasi da schon Kaskade schon als VM galt oder ob diese doch erst ab der zweiten Spielegeneration mit eingeführt wurde. Na gut, nichtsdestotrotz, wir sind zwar jetzt auf minus 1 Init, juckt uns aber mal in keinster Art und Weise, weil Hammerarm hat dann wenigstens dank der 90% Genauigkeit getroffen. Stalos möchte halt eben gerne rein und mir bestimmt erstmal gleich ein Erdbeben reindrücken. Oder hat das etwa Gyro Ball? Na gut, Gyro Ball kann es eigentlich auch reindrücken, ist mir vollkommen Wurst, weil ich meine, gut, macht natürlich ein bisschen Damage und nicht gerade wenig. Ich kann natürlich jetzt wieder auswechseln. Wir können es sogar wieder mit Gasolina mit reinschicken. Aber komm, ich würde mal sagen, wir gehen. Oh, das kann ja auch Erdbeben. Nee, komm, wir machen Folgendes. Wir gehen zu Gasolina rein. Um einen potenziellen Erdbeben zum einen zu tanken und zum anderen haben wir ja einen schönen Flammenwurf auf den Teil. Eisenschweif kann es sogar. Na gut, Eisenschweif, ja, gut, nicht verkehrt. Komm, wir gehen mal für den Flammenwurf. Eisenschweif kann ja, glaube ich, auch hier die Verteidigung des. Nee.
doch, also Verteidigung ja, aber nicht des Anwenders, sondern die des Ziels hier um eine Stufe, glaube ich, senken. Ich glaube, so war das mit angesetzt. Währenddessen das Vieh, glaube ich, auch hier Fluch und... Oh, Risikotecken. Aus der Range wird... Na gut, tankt er wirklich sehr gut. Ich würde zumindest sagen wollen, dass wir hier lieber Gasolina heilen. An sich hätte man jetzt auch bei Bedarf hier für... jetzt zu Nosferatu mit reingehen können, aber ich weiß halt eben nicht, ob hier Eisenschweif mit Step, ob das Nosferatu mit getankt hätte oder bei Bedarf hier Knirscher eingesetzt hätte. Obwohl, warte mal, was kann denn überhaupt das Vieh jetzt so auf dem Level? Also wir sehen Risikotackle und es nimmt keinen Recoil Damage, also hat es glaube ich hier wie heißt das schon mal, diese Fähigkeit, die hier Recoil Damage hier negiert. Hier war gleich schon mal diese Fähigkeit. Robustheit war das nicht. Ach, egal. Auf jeden Fall, außer Eisenschweif und Risikotech, was wir hier mit gesehen haben. Ja gut, wer weiß, was es da noch so gehabt hätte. Wahrscheinlich Erdbeben, wahrscheinlich auch, ja, wer weiß, Knirscher. Weißt du halt eben so in erster Linie mal überhaupt nicht. Gut, ich würde mal sagen, trotz der Tatsache, dass Gasoline hier ein pfiffiges Wesen hat, somit dass Spezialangriffe gegenüber der physischen Verteidigung mal absolut nichts Großartiges bringen und auch was die spezielle Verteidigung mit betrifft, aber man sieht schon hier mehr oder weniger, dass man hier einen relativ guten Aspekt mit am Start haben. Finde ich natürlich nicht verkehrt. Und ich würde mal sagen, ja, komm, wir lassen gleich mal Gasolina hier mit drin, weil selbst ein Scaraborn kann eigentlich, naja, jetzt nicht Großartiges hier mit reißen, sage ich mal. Wir können es mit einem Flammenwurf mit beglücken. Konter kann es zwar einsetzen, bringt aber mal überhaupt nichts, weil wir hier eh speziell angreifen. Kampfattacken jucken mal überhaupt nicht. Wir könnten auch zum Reinspaßen vor dem Nosferatu mit reinschicken. Aber ich würde mal sagen, komm, wir bleiben mit Gasolina drin. Gehen für einen Flammenwurf und mal gucken. Okay, gut, Bodycheck. Lass mich raten, Bodycheck crittet? Nee, crittet zum Glück nicht. Aber es kann critten, darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Mal sehen, was jetzt hier mit passiert. In dem Bereich ist es... da kann jetzt hier für eine Heilung gehen. Wir gehen hier kein Risiko ein. Wir gehen lieber auf Nosferatu, um einen Bodycheck erstmal straight zu neutralisieren. Haha, guckste. Hätte aber sein können, der hätte heilen können. Na gut. Ich würde mal sagen, wir locken uns hier in einen Spukball uns mit ein und knallen das Vieh jetzt einfach mal mit weg. Und haben somit auch jetzt Ignaz in einem nicht einmal 9-Minuten-Part locker mal in die Pfanne gehauen. Da hat das so gesehen ja nur noch einer. Wer war denn das? Das war dieser Psycho-Heini. Ich glaube, der muss es gewesen sein. Ich glaube, der war's. Na gut, was soll's. Dann würde ich zumindest mal sagen wollen, vielen Dank Leute fürs Zusehen, wenn es euch auch hier wieder gefallen hat. Lasst mal ein Däumchen zur Bewertung nach oben da. Solltet ihr im Übrigen hier an einer Umfrage mit interessiert sein über eine potenzielle Afterstory, unabhängig davon, wie dann die Challenge hier mit ausgehen vermag, so könnt ihr mal gerne mal hier jetzt rechts oben mal dort auf das Video mal mitklicken. Dort wurde zumindest dann die jeweilige Umfrage schon mal mit gestartet über eine potenzielle Afterstory. Und wir sehen uns dann somit hier im nächsten Part uns mit wieder, wenn wir dann hier gegen den, ich glaube das war der Psycho-Heidi, den wir hier als nächstes mit betreten werden, damit angehen werden. Bis dahin, haut rein und macht's gut.